Solarstrom aus heißen Regionen, der den Energiehunger ganz Europas deckt. Diese Vision steckt hinter der Initiative Desert Tech. Im sonnigen Südspanien steht bereits ein Prototyp des möglichen Kraftwerks der Zukunft. Das Projekt nennt sich Andasol und ist derzeit das größte Solarkraftwerk der Welt. Gewölbte Spiegel bündeln die Sonnenstrahlen, so wird eine Flüssigkeit erhitzt und Dampf erzeugt. Dieser treibt Turbinen an, die Strom generieren. Nebenan entsteht noch ein Kraftwerk dieser Art. Die Technik nennt sich Solarthermie. Ähnliche Anlagen sollen auch in der Wüste Nordafrikas gebaut werden und einen Großteil des europäischen Energiebedarfs decken. Mit dieser Idee startete ein Zusammenschluss 12 großer deutscher Firmen im Sommer 2009 das Projekt Desert Tech. Das geschätzte Investitionsvolumen liegt bei 400 Milliarden Euro. Die Kosten eines ungebremst weiterlaufenden Klimawandels werden die Finanzierungskosten für ein Desert Tech-Projekt noch weit in den Schatten stellen. Weil es umso teurer ist, je länger wir warten mit solcher Initiative, wollen wir jetzt anfangen. Die Anlagen in Spanien gelten als Vorläufer des gigantischen Desert Tech-Projekts. Auf dieser Karte sind mögliche Standorte für Solarkraftwerke rot markiert. Angesichts der unklaren politischen Lage in vielen Ländern Nordafrikas stehen die Initiatoren von Desert Tech vor enormen Herausforderungen. Es wird so weitergehen, dass in Europa, Nordafrika, Mittlerer Osten die Desert Tech Industrieinitiative, DII, die Umsetzung weiter vorantreiben wird. Wir als Stiftung werden uns intensiv um eine globale weitere Umsetzung kümmern. In anderen Regionen wie Asien gibt es die gleichen Herausforderungen wie hier in Europa und Nordafrika. Auch technisch sind viele Probleme zu lösen. Die beteiligten Firmen müssen eine Art Stromautobahn von Afrika nach Europa bauen. Dabei setzen sie auf eine sogenannte Hochspannungsgleichstromübertragung. Sie soll wesentlich effektiver sein als eine herkömmliche Leitung. Die Kabel leiten den Strom mit Verlusten von weniger als 3% über 1000 Kilometer. Geht es nach den Desert Tech-Vordenkern, könnte der erste Wüstenstrom in 5 Jahren fließen. Es wäre zunächst nur ein kleiner Beitrag zur Energiewende in Deutschland. In ferner Zukunft sollen pro Jahr 700 Terawattstunden Strom aus der Sahara nach Europa kommen. Das wäre mehr als 100 Atomkraftwerke liefern.